So, es geht weiter mit Trico. Wir sind jetzt mit Travis fertig. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen gleich mal weiter, was passiert. Wir sind jetzt, wie schon gesagt, schon fertig. Und weiter. Woo! Huh? What are you supposed to be? Surprised? I guess you should be. After all, I look just like you. I'll tell you what I am. I'm an exact replica of you that Vexen made from your data. So you're a fake me. Not a fake! I don't care if you're real. You're not better. We share the same body and the same talents. But there is one easy way to tell us apart, though. Unlike you, I fear nothing. Are you calling me a coward? You're afraid of the dark. The darkness inside you still frightens you, no matter what you say. But I'm different. I embrace the darkness. I can make it do whatever I want. So, I can wipe the floor with you. Okay, wir kämpfen gegen uns selber. Komisches Gefühl irgendwie, gell? Aber der kann natürlich dauerhaft in dem Modus bleiben. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Haben natürlich jetzt nicht die Vorteile über... Alter! Mehr, dass wir uns nicht einfach halten können wie bei Sora, dass wir uns jetzt einfach hergehen und uns ein bisschen auf der Seite uns bewegen und dann einfach mal ein bisschen heilen. Alter, ja, Karten kannst du vergessen, dass die auflädt. Okay, dann haben sie geheilt, das ist schon mal Anfang. So, jetzt sind wir bloß nicht nachlassen. So können wir vielleicht noch eine Chance gegen den haben. Ja, wir haben es geschafft! Woo! Hey, fake! I thought I heard you say you were gonna wipe the floor with me. Don't forget, I'm still new. I'll get stronger and stronger. The next time we fight, you're finished. Then let's fight now! It's nice having darkness on my side. You are so missing out. How could you be scared of something that can be so thrilling? Enough! So now the coward is playing tough. So long, real thing. Hope you don't miss me. Come back! No way. I'm not a coward. Okay, der hat gesagt hat, dass er der Typ, die, der Rick, Fake Rico, exakte Imitation von unserem, also von uns ist, vom echten Rico. Aber das wissen wir ja schon. Und aber er hat im Gegensatz zu Rico keine Angst vor der Dunkelheit, nutzt die auch, das haben wir ja gesehen. Das ist ein bisschen ein Nachteil für uns, aber wir haben ihn trotzdem geschlagen. So, jetzt schauen wir einfach mal weiter.
So, how was the real thing? He's spineless. In no time at all, I'll be better than him. In the meantime, would you be interested in meeting another who's considered a hero? You mean Sora. I hear he's somewhere in the castle. You want me to take care of him? We'll see. Yes. I intend to make good use of you. No worries. The real Riku is nothing. Sora won't be either. They're no match for me. Come out! Show yourself, Fake! Fake? Oh no. That's not exactly the right word. What are you saying? Isn't he just a copy of me? More like a model. He is an example of what you should try to be. He accepts the darkness. Just like you once couldn't help but accept me. But now you are afraid. Perhaps you are the one who is being fake. Fake when you pretend to have no fear. When have I been afraid of the dark? Inside of the card worlds, you grapple desperately with the darkness. Desperation is fear. You fight the darkness because it is what frightens you. I... Be quiet! Stubborn boy. Then continue your fight if you must. Eventually, you will learn. You cannot resist the darkness. Okay, wir haben die nächsten Karten erhalten. Interessant, interessant. Okay, die drei Typen haben sich unterhalten mit unserem Fake Riku. Ja, dass er bald stärker sein wird, wie wir. Ja, und dass Sora für ihn auch kein Problem sein wird. Ja, und Anzuma hat gesagt, dass wir Angst vor der Dunkelheit haben. Dass, ob wir nicht vielleicht der Fake Riku sind. Weil der andere akzeptiert die Dunkelheit und nutzt sie. Dann hat er uns die nächsten Karten gegeben für die nächsten Welten. Und sagt mit so mit dem Spruch zum Schluss, dass wir der Dunkelheit eh nicht widerstehen können. Also werden wir ja sehen, was passiert. So, dann speichern wir mal. Und setzen einfach mal unsere Reise fort. So, Atlantica, Olymp, Wunderland. Okay, das sind alles unbedingt meine Lieblingswelten. Dann fangen wir mal mit Wunderland an. Okay, da wären wir schon wieder. Wunderland. Da haben wir ja mit Sora auch schon. Okay, bei den Karten werden sie auch nicht verbessert das letzte Mal. Na, jawohl. Das war jetzt echt knapp. Oh, wir haben es gekriegt. So. Okay, das war nur der Wert 6. Ja, wir haben ihn verschaut wahrscheinlich, oder? Wirklich saumiese Karten gekriegt. Fast eine Frechheit. Angriffspunkt hier, immer noch geil, wenn wir schon können. So, World Karte. Schaut eigentlich genauso aus wie die letzte. Vom Grundriss. Schon fast Wingmüde. So.
Kann man auch nicht killen. Ich glaube, das hier gefällt mir gar nicht so rein vom Ding her. Weiß nicht, was der gebracht hätte, keine Ahnung. Alter, wir müssen wieder auf unser Leben aufpassen. Die stechen wir einfach ein bisschen zu oft. So, heilen wir uns mal wieder mit Mickey. Ich glaube, das schadet einmal gar nichts. Einer soll vom Angriff echt noch gut dabei sein. Und die nächste Pflanze geht down. Jawohl, jetzt sind wir wieder voll aufgeladen. So, den haben wir auch noch, bevor dass der wieder die anderen heilt. Die wir nicht haben. Ich denke, wenn ich schaue, ob man da nicht... Ja, aber das ist schwierig. Niedrigen Kartenwerten schnell in den Modus da dazu wechseln. Ist nicht einfach. Jawohl, die Türen sind offen. Gehen wir doch gleich weiter. Oh, Glöckchen. Jawohl, der hat uns erwischt. Bam. Alter, drei Stück führen von denen die scheiß Dinger umeinander. So, zack. Alter, muss ich mir aufpassen, ich bin schon wieder fast down. Alter, ich muss auf. Alter, jetzt habe ich da das Ding aktiviert. Ja, das soll man aber recht sein, grundsätzlich. Alter. Alter, Gott sei Dank haben wir das. Okay, wir kriegen einen Bonus. Okay, die wollte ich eigentlich nicht haben. Okay, jetzt sollten wir echt schauen, dass wir weiterkommen. Weil wir sonst bald drauf gehen. Alter, jetzt müssen wir wieder so eine Pflanze ruinieren. Ich muss mal schauen, dass wir da zu der Tür hinkommen, ohne dass uns so herzlos erwischt. Okay, safe. Dann machen wir nicht einfach da einen Speicherraum und heilen uns dort. Geschenk! Ja, Gott sei Dank. So, wir werden jetzt hier den Part beenden. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen leveln müssen, weil es ist echt momentan mies. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ciao!